schön. Gut. Oh, zunächst Manöver. Sehr gut. Schade, dass Jebediah noch nicht das Manöver holt kann. Das muss er echt noch lernen. So. Ja, Thorsten muss leider ins Bett und um 4:30 Uhr klingelt der Wecker. Das kann ich nachvollziehen. Ich muss letzte Woche Donnerstag auch um 4 raus. Gute Nacht, Thorsten. Schlaf schön und einen guten Start in die neue Woche. So. Wir haben eine 5 Sekunden Zündung vor uns. Das sollte relativ entspannt funktionieren. Und wenige Sekunden noch bis zur Zündung. Dann gleichen wir uns da einmal an. Zack. Okay. Sehr schön. Dann kommt jetzt natürlich der spannende Part. Wo müssen wir unser Manöver machen zum Einbremsen, um die Raumstation abzufangen? Sie fliegt ja doch deutlich tiefer als wir. Ah, guck mal, das ist, glaube ich, eine gute Richtung. So, da sind wir bei 193 Kilometern. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier ein bisschen rüber gehen, jawohl, kommen wir der Sache schön näher. 40 Kilometer. Da wird ein schöner Treffer draus. Drei, fünf, zwei, oh. Gleich drüber. Ah. Okay, zwei und ein bisschen. 2, 1, 1, 5. Das nehmen wir so. Sehr schön. Oh, zunächst mal über. Sehr gut. Also, da kommen wir dann doch relativ schnell an die Station ran. Wir haben auch noch 1088 Delta V. Das sollte uns auch ausreichen, um. Ja, wir können auch nochmal tanken. An der Station gab es noch ein bisschen Sprit, meine ich. Ah, sonst wird das tatsächlich fast ein bisschen knapp für einen Rückflug, merke ich gerade. Aber mal gucken. Mal gucken. So, wie viel Unterschied haben wir dann? 119 Relative Speed, okay. Ah, es gab noch Sprit an der Station, das weiß ich. So, schauen wir, wie viel es noch ist. Ich mache auch direkt mal ein bisschen mit dem Monopropellant mit. Können wir das ja auch mal verbrauchen. Okay, 5,6 Kilometer an der Stelle hier und ich würde sagen, genau da wollen wir jetzt auch mal hin. Bisschen vorher vielleicht, dass wir noch Zeit haben, was zu tun. So, jetzt holen wir die Station aus der Verfolgerperspektive ein.
Da ist sie auch schon und drehen uns jetzt einmal retro zum Target, um in 2 Minuten bei einer Entfernung von 5,6 Kilometern den Orbit anzugleichen. Kostet uns nochmal 119. Das wird schon reichlich knapp, was wir hier gerade treiben. Mit dem Sprit, aber ich bin mal guter Dinge, dass man da noch was rausholen kann. Ich werde jetzt gleich ein bisschen eher schon mal mit dem Bremsen anfangen, denn das braucht einen Moment, bis wir das angleichen. Hätten wir sogar schon ein bisschen eher noch anfangen können. Aber gut. Wir gehen jetzt auf den gleichen Orbit wie die Station. So. Jetzt müssen wir uns mal gucken, wo unser Ziel liegt. Natürlich genau in die andere Richtung. Und dann werden wir uns da jetzt mal ranschleichen und unsere Kollegen abholen, um die nach Hause zu bringen. Essen und alles haben wir noch genug. Das heißt, wir geben jetzt mal Gas in Richtung Raumstation. Gut. Da hinten kommt unser, ich sag mal, echtes Encounter, auf das wir hinarbeiten. Ist jetzt bei 700 Metern, 600 Metern. Ich mache das gerade mit RCS-Fuel, um einfach unsere Delta V ein bisschen zu schonen, die wir noch mit dem Antrieb haben. Ja. 04, 03. Meter. Und 100 Meter. Gut, aber wir lassen das jetzt erstmal. Gehen schon mal retro zum Ziel. Und dann werden wir uns ein bisschen ranpirschen an die ganze Geschichte, damit wir dann, ich sag mal so bei 1,5 Kilometern das Bremsen anfangen können. So. Denn wir wollen ja natürlich nicht dran vorbeischrabbeln, sondern mit der ganzen Geschichte auch zu einem Docking kommen. So, wir werden das nicht ganz schaffen, das mit dem RCS wegzubremsen, denke ich mal. Das heißt, wir werden uns dann im letzten Moment, wenn wir parallel zur Station gehen, noch ein bisschen Unterstützung vom Triebwerk holen. Aber solange es geht, bleibe ich jetzt erstmal auf dem RCS hängen, um die Geschwindigkeit anzurechnen. Obwohl, das sieht ganz gut aus, dass wir es schaffen. Das ist gar nicht so übel. Dreh dich mal pro. On-Time, nee, Uptime heißt das. Ausrufezeichen Uptime ist das, was du tun möchtest, glaube ich. So, ich schiebe uns jetzt gerade mal auf Zielkurs tatsächlich. Sieht nämlich so aus, als ob wir das doch gebremst bekommen. Und damit macht es ja natürlich Sinn, direkten Anflug zu machen.
Und ich exerziere das jetzt alles mal ganz schnell mit Monopropellant durch, weil die Kiste hat relativ viel Druck auf dem Monopropellant drauf. Oder auf dem RCS drauf. Da kann man was draus machen. Da muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht zu nah rangehe. Aber insgesamt sieht das alles gut aus. Jetzt muss ich nur eine Stelle finden, wo ich andocken kann. Hoffentlich. Ba, das waren alles Constructions, ne? Meine ich. So, ich mache mal ein bisschen mehr Helligkeit, damit ihr auch was sehen könnt. Alle Construction Boards. Gut, dann wird das wohl nichts mit Docking hier. Habe ich so das Gefühl. Ich will den Crude-Auftrag für Duna auch gar nicht haben, tatsächlich. Also, deshalb mache ich ja den Uncrude gerade zur Aufklärung. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn ich den nicht bekomme. Was machen wir denn da jetzt? Ich muss gleich mal gucken. Ich bremse jetzt mal kurz. Zack. Und gucken wir mal die Raumstation an, ob ich noch irgendwo einen alternativen Port habe. Aber das ist auch alles so Construction Port-Gedöns, ne? Popopopo. Alles Konstruktionsboards. Ja, dann kann ich mir natürlich den Sprit nur ganz schlecht besorgen. Wir haben noch einen Ingenieur hier. So, mal gucken, ob der Ingenieur Werkzeug hat. Hätte er. Okay, dann müssen wir im Shuttle nur mal kurz. Ich würde mir halt den Sprit hier aus den anderen Kapseln gerne holen, ehrlich gesagt. Dafür wird es sich ja schon lohnen, einmal anzudocken. Und einen schönen guten Abend an den lieben Emo Jack. Verlängert jetzt natürlich ein wenig das Thema des Dockings, aber. Ist ja gar nicht so schlimm. So, zack, dann klemmen wir den mal kurz dahinter, den Ingenieur. Und gehen auf das Shuttle rüber. Genau, und das werden wir jetzt nämlich mal tatsächlich aus der. Aus dieser Perspektive. Ach, scheiße, die Construction Ports brauchten wieder irgendwie ein. Warte, 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 da war was. Construction Ports brauchten einen Böbel, auf den man aufbauen kann, ne? Ah. Das ist scheiße. Ich glaube, mit ein bisschen Glück kann ich den Dings verwenden. Ach, Mensch.
So. Erstmal ganz vorsichtig das Shuttle nah genug an den Construction Port bringen, um ihn dann auf den Docking Port raufzubauen, um dann an einem Construction Port anzudocken. Also heute mal advanced, beschissene Varianten, ein Shuttle anzudocken. Lektion 1. Erstmal überhaupt eine Möglichkeit dazu zu schaffen. Gut genug für meine Zwecke, glaube ich. So, equipped ist es. Grab this. Attach here. Nope. Komm schon. Kann er nicht, weil das keinen Node hat, ne? Arr, ärgerlich. Hab ich an irgendwas hier Node? Where is my Node? Shit, ey. Das ist echt nervig. Ich habe keinen Anbaunot. Blöd. Na gut, dann ohne das, würde ich sagen. Dann muss es ohne gehen. Ärgerlich, aber ist halt so. Ah, wartet mal, eine Idee hätte ich noch. Eine Idee würde mir noch stumpf einfallen zu dem Thema, wenn wir davon was mithaben. Gucken wir mal kurz, ob hier irgendwie Tankstutzen verbaut sind. Vielleicht habe ich ja Connector-Ports mit dabei. Ein Connector-Port habe ich schon mal gefunden. Zack. Das wäre die andere Möglichkeit, damit umzugehen. Mist. Den Port mit Gestell anbauen. Das ist natürlich auch eine sexy Idee. Ja, ich gucke gleich mal. Schöne Idee. Shit, ich finde aber auch nur einen Connector-Port, ne? Arr, okay. Ärgerlich. Schöne Idee, das mit dem ganzen Gestell. Das wäre natürlich auch super stumpf. Würde hier thematisch sehr gut reinpassen, während das Shuttle da so langsam an der Station entlang schrammt. 1A zwischen den Solarpanelen eingebaut, muss ich sagen. So, warte mal. Zack. Nope. Auch nicht. Nicht ohne Note, wie es ausschaut. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Okay, wir gehen jetzt hier mal kurz rein. Warte mal. Nee, den können wir aber schon mal anbauen. Oh, warte, vielleicht hat der dummerweise. Das wäre richtig witzig, wenn zwar der Port nicht tut, aber der Port Note hat. Haha, das wäre lustig. Oh Gott, warum kommt das dadurch in Bewegung? Hör auf, in Bewegung zu kommen. Ah, diabolische Lache. Engaged. So. Okay, irgendwie funktioniert es halt doch immer. So, wir parken mal kurz aus. Und schon mal runter ein Stück. So. Zack. Dann machen wir hier. Zack. Ich sehe dich schon heulen, wenn eins wegfliegt. Nö. Nö, nö. Set as target und. Jetzt müssen wir mal gucken. So nicht. Ich würde gerne über die Längsachse drehen. Jo, aber in die andere Richtung. Danke. Zack. So. Okay, ja, die Kerbels fliegen ab und zu davon. Das müssen die ab und zu mal machen. Das ist so ein Kerbel-Ding. Warte mal, wenn da ist, dann ist da so, wenn ich auf den Kopf fliege. Jo. Gut. Bisschen vorwärts. Griffin, Tranquility,
Und der Cesina, vielen lieben Dank für ein halbes Jahr in Folge Abo bei mir. Eine sehr gute Entscheidung und ich hoffe auch weiterhin für dich eine gute Entscheidung. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und viel Spaß weiterhin beim Zugucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier, wenn das halbwegs übereinander ist, so ungefähr, jetzt, einmal einbremsen, sehr schön, und Näske hoch, zack. Zum Beispiel unten gegenüber vom normalen Port. Was, Vibo? Ach so, ja, das eigentlich nicht, aber ja, könnte man machen. Jetzt wollte ich aber erstmal hier das Docking fertig machen. So ungefähr zumindest. Damit es dann nicht mehr ganz so schwierig ist. Du willst nach oben. Danke. So. Gleich haben wir's. Zack, zack, zack. Zack, zack, so. Das sollte hoffentlich reichen, um ein Docking draus zu machen. Auch wenn das alles krumm und schief ist, was ich hier fabriziert habe. Aber zum Andocken soll es reichen. Hoffe ich. Worst. Worst Shuttle Docking ever. Aber wäre doch gelacht, wenn es nicht funktioniert. Und es funktioniert. Ohne Gewackel sogar. Sehr schön. Gut, dann raiden wir doch mal die Fuelkammern, solange da noch was drin ist. Besonders viel ist es nicht, aber... Schwupp, schwupp, schwupp. Genau, am Shuttle ist ein Standard-Docking-Port und das hier sind Construction-Docking-Ports. Und mein Strom geht gerade ganz fürchterlich schnell alle. Hier ist nichts mehr drin. Ja gut, das war's dann glaube ich auch mit Strom. Mit Strom sage ich schon, mit Spritreserven. Also wir Freund Blasebalg mal wieder zurückholen. Gut. Sehr schön. Gut, aber wir haben das Shuttle erstmal angedockt. Das ist schon mal ganz viel wert. Jetzt können wir gucken. Wahrscheinlich kriegen wir nicht die Kerbals durch einen Connector-Port gedrückt. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber Crew-Transfer wird wohl nicht klappen. Ist die ganze Station trocken? Wenn du meinst, sprittechnisch ist die ganze Station trocken, glaube ich. Ja, aber ich gucke das gleich nochmal auf dem Dings nach. Jetzt wird erstmal der Ingenieur kurz in die Touristenkammer gesetzt, da hinten schon mal. Den Umbau können wir später immer noch machen. So. Gut. Mobile Processing Lab has stopped. So, gucken wir mal, wo noch über Liquid Fuel verfügbar ist. Exakt in meinen Tanks. Schade eigentlich. So, gucken wir mal, wo noch über Monopropellant verfügbar ist. I like what I see. Da habe ich doch wohl in den beiden Command-Ports noch ein wenig Monopropellant. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, dass ihr das nicht mehr braucht. Ich würde das da mal mitnehmen. So. Saugen wir denen mal noch das letzte bisschen Monopropellant aus der Seele. Bevor wir unsere Kerbals einpacken.
Denn ihr seht ja auch, mit Monopropellant kann man ganz schön Strecke machen. Aber noch gut was drin, ne? Los, her damit. Alles her damit. Ich will all das haben, was ihr habt. Gebt es mir. Ihr braucht das nicht mehr. Ich schon, ich soll euch nämlich nach Hause bringen. So, dann sitzen hier bestimmt noch irgendwo ein paar Vögel rum. Wahrscheinlich einer im. Tja, das ist eine gute Frage. Wo sitzt ihr? Zambier. Transfer Crew. Wir probieren es mal. Bin gespannt, ob wir es schaffen, Zambier durch einen Connector-Port zu stopfen. Ist die ganze Station voll mit Mulch? Mulch? Warum sollte ich denn Mulch mitnehmen, Freunde? Ich bin doch kein Scheiße-Transporter. Ehrlich nicht. Das Ding hier, warte, ich guck mal, ob ich. Vielleicht bin ich doch ein Scheiße-Transporter. Ich weiß nicht, ob ich da nicht Base drin habe. Ich muss euch zustimmen, es könnte unter. Oh, das war eine scheiß Idee. Hey, was kann da schon passieren, wenn das Ding eigentlich auf dem. Nee, das ist nur Supplies. Ich bin tatsächlich kein Scheiße-Transporter. Ich mache das jetzt mal ganz schnell wieder zu, weil das durch alles durchklippt, was gut und heilig ist. Und wir einfach so tun, als ob das niemals stattgefunden hätte. Ich habe keine Mulchtransportkapazitäten in diesem Flugzeug. Deshalb lassen wir die Kacke hier. So schön ist das, so einfach manchmal. So, der Biologe ist auch drüben. Sim Andy ist auch schon Turi. Das ist nicht gut für ihn. Wo wohnt er denn? Da ist er. Transfer den Sim Andy hier rüber. So. Das müsste. So, Invi. Invi hat sich zum Touristen. Oh Gott, alle sind zu Touristen geworden. Außer Zambir und Jebediah. Würde sagen. Ah, guck mal, da kommt der Rest aber auch wieder. Oder? Weil gerade Strom kommt. Ja, ich lasse uns mal kurz noch aufladen. Kommt gerade ein bisschen Strom rein. Das gönne ich mir noch kurz. So. Macht doch das Lab noch leer. Gutes Argument. Ja. Trends mit Science. Das könnte man schon noch machen, ne? Da sind ja noch 100 und ein bisschen drin. Halalala. Währenddessen kann auch der Strom noch ein bisschen aufladen und dann geht's nach Hause mit der Crew. Rödel, 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 Rödel. Rödel, Rödel, Rödel. Und damit erledigt. Sehr schön. Okay. Dann machen wir hier mal alles aus. Stopp. Stopp, Aeroponics. Stopp, Habitat. Stopp, Habitat. Stopp. Stopp. Research ist aus. Ach, hier müsste noch Habitat drin sein. Jawohl, Stopp, Habitat. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Was ist aus? Genau, die haben jetzt Homesickness bekommen. Aber Zambir und Jebediah sind noch fit. So. Wenn ich den anlasse, bekomme ich Futter. Aber der funktioniert, glaube ich. Na, mal gucken. Vielleicht funktioniert er ja ohne einen Biologen. Ich glaube es aber fast nicht. Okay, wir lösen uns jetzt mal von der ganzen Geschichte. Und tatsächlich haben die sich sogar davon überzeugen lassen, dass es eine tolle Idee wäre, noch ein bisschen weiterzuarbeiten. So, jetzt erstmal. Ah, falsche Richtung. Erstmal ein Stück weg von der Station.
Und dann planen wir uns gleich einen schnellen Kurs nach Hause, um wieder zurückzukommen zum Station. Und guck mal, wir haben ja 1518 Delta V, das sollte ganz gut passen, dass wir damit die Station erreichen. So, 200 Delta V haben wir schon mal. In 9 Minuten sind die fällig. Solange entfernen wir uns einfach mal langsam und liebevoll. Was? Klar sind alle drin. Alle, die auf der Station waren, habe ich mitgenommen. Ey, macht mich nicht fertig. Alle, die hier waren, habe ich mitgenommen. Hier ist keiner mehr. Moon Space Station. Seht ihr? Leer. Keiner. Keiner. Nobody. Nope. Keiner. Okay. Alle Kerbals unterwegs. Hey, Endgamer Circle, thanks for hosting. Thank you guys. So, wir gehen zum Manöver. Warm welcome to all the English spoken guys from Gamers Circle. So, just to don't get you confused, usually I do this pretty much in German. So, well, I hope you still enjoy it somehow. Okay, und für den Rest von euch, wir machen jetzt unser Manöver zurück nach zur Kerbin Space Station. Und thank you, Tender Whittles, for the follow. Welcome to the Kerbonauts. Ja gut, Dach Andi, für dich funktioniert das natürlich. Okay, für etwas später hinzugekommene, was treiben wir gerade? Wir holen gerade die Reste der Mondraumstation zurück. Und werden die Kollegen erstmal auf der Kerbin Space Station abliefern. Damit sie dann mal Landurlaub bekommen nach längerer Zeit. Okay, also das wird unser Target werden. Ja, also wenn ich die Moonbase mal wieder mit Besatzung versehen möchte, ist definitiv ein Upgrade angebracht. Da stimme ich zu. Okay. Wir werden hier unser nächstes Manöver machen. Und zwar eine Bremse. Das speichern wir jetzt aber erstmal nur ein, denn wir hatten ja gesagt, wir wollen uns mal ransetzen und beginnen darüber zu sinnieren, wie wir die Duna Space Station bauen wollen. Und gute Nacht an den Jens Reinhold. Wie gesagt, wir haben jetzt noch so 10 Minuten, Viertelstunde höchstens. Ich würde sagen, wir fangen mal an zu konzeptionieren, weil ich würde das gerne mal im Trockenen, im Theoretischen durchbauen. Wie die Raumstation aussehen könnte, damit ich später Segmente davon abtrennen kann als Subassemblies, um dann eine kleine Flotte zu starten, die die ganzen Bauteile rüberbringt. Und ich glaube, so zum Basteln ist das hier ganz praktisch. Ich nehme jetzt einfach mal eine Remote Guidance Unit als Start. Okay. Also, irgendwo müssen wir anfangen. Und damit wir mit der Duna Space Station hinkommen, fangen wir jetzt einfach mal an, den Probe Core vorne zu haben. Dann können wir sauber die Subassemblies abbauen später. Und wir haben ja hier ganz viele tolle Sachen. Und anfangen würde ich da, glaube ich, gerne mit einem Adapter. Lass mich überlegen. Nee, anfangen würde ich gerne mit einem Construction Docking Port.
Construction, jawohl. Und Black Imp, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, Deutsch passt. Wenn nicht, das sollte ich dir nicht auf Deutsch sagen. Ja, thanks for the follow. Oder danke fürs Folgen und willkommen bei den Carbonauten. So, wir packen da mal einen Construction Port dazwischen. Zack. Zack. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir als erstes damit, finde ich, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. So eine Art Docking und Strommodul wiederherstellen. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, von der Art und Weise. Und da guck mal, da können wir richtig viel Strom drin speichern und könnten dann wirklich auch noch mal direkt eine Erweiterung gehen. Zack. Um das Zeug hier auseinander zu tüdeln. Also dann hätten wir hier vorne nämlich so ein Docking-Modul und würden dann hier jetzt wieder die Solarpaneele draufbauen. Das heißt, wir würden in zwei Richtungen Docking-Ports setzen. Ein Simultanübersetzer, damit der Stream auch in Englisch läuft. Nein. Der Stream ist schon auf Deutsch und das wird auch so bleiben. Aber da ich des Englischen ja fähig bin und wenn ein paar englische Zuschauer mal vorbeigucken, dann finde ich das schon völlig okay, auch mal auf Englisch zu antworten. Damit die auch ein bisschen mitbekommen, was hier los ist. So, ein bisschen eng. Das letzte Mal hatte ich ein anderes Batteriemodul. Das stimmt. Ein etwas längeres. Genau, und wir können ja potenziell auch darüber diskutieren, ob man nicht einen Ausleger baut dafür. So. Zack. Seitlich würde ich auf jeden Fall vorbereiten, dass wir da mit den Modulen arbeiten können. Verlängerungsmodulen. Oh, wartet mal, wir hatten. Ah, ich erinnere mich gerade an was. Für die Wohnmodule hier. Lass uns das wieder so bauen. Das fand ich sehr, sehr cool für die Docking-Module, den runterskalierten Container zu nehmen. War das der? Ich glaube ja, ne? Hat noch den runterskalierten. Oh ja. Dann hatten wir so eine Art, ich sag mal, Andock-Wohnbereich, wo man direkt auch Leute abladen kann. Gut, und jetzt gucken wir mal strommäßig, was wir da mittlerweile so zur Verfügung haben. Wir haben ja ein paar Sachen freigeschaltet, dachte ich. Was macht. Ne, das ist nicht. Ich suche. Vielleicht haben wir doch nicht so viele Sachen freigeschaltet. Dann machen wir es doch einfach ein bisschen größer, würde ich sagen. Um uns den Platz zu geben, hier auch tatsächlich mit Solarpanelen zu arbeiten. So. Solarpanel. Und zwar. Nehmen wir uns mal das Gigantor und skalieren das ein bisschen hoch. Das müsste ganz gut passen eigentlich. Die Überlegung ist jetzt nur gerade, ob man dann nicht sagt, man nimmt das hier zwischen zweimal, um tatsächlich diesen Effekt zu erzeugen. Dass wir die der Länge nach ausrollen können. Müsste man dann natürlich einfahren, sobald ein Raumschiff docken will auf einer Seite.
Ja, Solarpaneele von den Dockingports weg wäre natürlich jetzt in der anfänglichen Betrachtung auch nicht die schlechteste Idee. Gibt es da nicht noch ein großes Solarpanel ohne Skalierung? Ja, aber ich glaube, das habe ich noch nicht. Also es gibt noch ein völlig übertriebenes übrigens. Ne? Also das hatte ich euch, glaube ich, schon mal. Hatte ich euch das schon mal gezeigt? Das hier ist natürlich die. Aber das ist, glaube ich, irgendwie so ein anderer Receiver. Wäre natürlich so der absolute Traum jedes Stationsbauers, glaube ich. Aber ich glaube, das ist kein. Nur so Microwave. Ach doch, Deployable Solar Panel Outputs 50 pro Sekunde. Also ist jetzt nicht so super geil, aber passt mal auf, das war dieses unglaublich übertriebene. So gut. So unglaublich gut. Was macht das hier pro Sekunde? 24,4. Nee, das kann ich nie wieder einpacken. Nee. Das ist einfach mal größer als die ganze Halle. Also ihr seht auch, das ist ein bisschen drüber, hat auch eher einen anderen Zweck. Ja, das ist sehr, sehr groß. Gut, das lassen wir auch erstmal. Und ja, vielleicht müssen wir einfach an das Segment auch gar keine Solarpaneele in erster Instanz ranbauen. Sondern nehmen die tatsächlich mal ein Stückchen weiter weg. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir das doch so, dass wir hier. So, wir haben hier den Anfang in Anführungsstrichen unserer Raumstation oder ein Docking-Modul. Und dann würde ich hier, glaube ich, gerne nochmal die Überlegung, gehen wir auf die große Construction-Schiene und hämmern es zusammen oder machen wir dieses Modul, die nehmen die modulare Optik. Ich guck mal kurz. Also, dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir irgendwo erstmal anfangen und zwar mit einem Colonization-Modul. Denn das Colonization-Modul, nee, ist es das Colonization oder das Pioneer? Lass mich kurz gucken. Pioneer Logistics Module. Genau, das war meine Überlegung, das auch mit reinzunehmen, denn neben dem, dass es eine Crew-Kapazität hast, hat es auch den Vorteil, dass es eben als Planetary Logistic Module zählt und damit wir potenziell Ressourcen hoch und runter transferieren können. Das wollte ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich bin jetzt nur echt am Überlegen, ob ich das hier noch fest verbaue oder. Ja, das könnte man natürlich so als ersten Anlaufpunkt nehmen, oder? So. Tick, tick, tick. Was geht nicht, Windzähler? Ach so, in Orbit kann man nichts transferieren. Na gut, das ist aber auch nicht so wild. Neben dem haben wir halt die Möglichkeit, bis in 2000 Meter Entfernung irgendwas zu transferieren. Vielleicht ist das ja dann eine gute Möglichkeit, Treibstoff oder sowas umzupumpen. So, und dann hätte ich gesagt, könnte das doch eigentlich unser Modul 1 sein, obwohl wir könnten das Logistikmodul dann natürlich abbauen. Dass wir dann sagen, okay, wir starten tatsächlich mit einem Kirbitat oder Colonization Module. Was wäre besser für unsere Kerbals? Also, wir packen jetzt mal einen Kerbal in diese ganze Geschichte hier rein. Wow, haben wir viele Sitzplätze. So, Bill, der alte Kerbal, wohnt jetzt mal hier. Mit Current Crew hätten wir Habitation für 6 Jahre und ziemlich lange. Können die Kerbals auch durch die Batterien durch? Ja, in der anderen Station konnte ich sie transferieren, also sollte das hier auch funktionieren.
Aber das können wir ja alles mal trocken durchspielen. Das schadet ja nicht. Das können wir alles mal trocken dann probieren. Also, Colonization Module würde dafür sorgen, dass uns minimal was dazu kommt, wenn wir stattdessen ein Kirby-Tart nehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen groß. Auch nur ein bisschen. Tja, jetzt die Frage, was ist ein guter Anfang? Medical Bay brauchen wir wahrscheinlich nicht. Docking und ein Kirby-Tart. Und dann ein Construction Port, oder? Pioneer Module. Das hat natürlich alles so ein bisschen vereint, ne? Das Pioneer. Das ist eine schöne Kombination, ja. Gut, fangen wir einfach mal damit an. So, dann kommt da. Die baue ich jetzt nur dazwischen, damit ich die Sub-Assemblies später so verwenden kann. Die sollen natürlich dann zusammengedengelt werden. Dann kommt da der dazwischen. Und das würde ich tatsächlich von der Optik gerne dann so modular lassen. Damit wir eigentlich sagen können: Jawohl, wir haben hier aufgetrennt die Möglichkeit, mehrere Sachen zu machen. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, zu sagen, wir klauen uns hier so ein komplettes Segment raus. Zack, zack. Und gehen hier mit ran. Machen wir das kurz zu. So könnte man natürlich auch in die Richtung bauen, dass man sagt, man macht hier gar nicht den wilden Weg. So, man macht als Alternative zum Beispiel die Ansage, hier hinten gibt es ein bisschen Strom, dann gibt es Docking und wir machen lieber im nächsten Segment noch ein Docking rein, um die Sachen ein bisschen auseinanderzuhalten. Hätte dann natürlich auch den Vorteil. Wartet mal, wenn wir das hier jetzt noch reduzieren, also natürlich auch den Part-Count ein bisschen niedrig zu halten. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen hier diese lange Batterie und skalieren die hoch, hätten wir natürlich den großen Vorteil, wenn wir mit zwei von denen gehen, haben wir wahrscheinlich eine Stromversorgung jenseits von Gut und Böse. Genau, und könnten da hinten die Solarpaneele ranbauen, ne? Wenn wir jetzt hier die Solarpaneele hinknacken, dann haben wir eigentlich eine relativ schöne Möglichkeit, Strom zu erzeugen, ohne irgendjemanden damit zu stören, ne? Mal kurz gucken, dass wir die vorskalieren. Aber das ist too much, aber 200 ist in Ordnung. Und wenn wir die hier so hinpacken, sind wir echt weit weg, ne? So, einfach mal gucken, wie groß die dann werden. Das wäre auf jeden Fall machbar. Ja, die 45 Grad machen wahrscheinlich Sinn, falls man hier später Module hinbaut, dass die nicht die Segel die Segel verdecken. Also man könnte tatsächlich in die Richtung gehen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, wegen mit sich selbst kollidieren. Hoppala. Das funktioniert dann nicht. Ist aber auch gar nicht so wild, weil der Strom durch. Oh.
drei davon ist natürlich auch eine schicke Option, ne? Oder gar keine so hässliche Option. Was haltet ihr denn davon, wenn man einfach mal sagt, man geht statt der Standardvariante mit Vieren oder Zweien einfach mal den Weg? Das sieht auch gar nicht so unstationmäßig aus, oder? Zack. Irgendwie zurückdrehen. Ist auf jeden Fall mal anders, ja. Ich finde, anders trifft es ganz gut. So, da hätte man nämlich mal einen Anfang, den man rausbringt und hätte hier hinten eine echt große Stromerzeugung, die wirklich auch aus verschiedensten Winkeln Strom ranbringen kann. Und wir hätten es relativ gut getrennt, selbst von dem nächstbesten Dockingport. Und könnten dann hier drüben halt mit dem nächsten Modul weiterarbeiten. Also dass wir dann sagen, so Mensch, hier kommt dann als nächstes zum Beispiel Agrikultur ran. So, damit wir mit Agrikultur arbeiten können. Und dann könnte man natürlich noch sagen, wenn man jetzt ein bisschen kreativ damit umgeht, dass wir die Dinger rotieren, dass man sagt, hier wird in die Breite gebaut, hier wird in die gebaut. Das können wir noch mal ein bisschen durchdiskutieren, ob das Sinn macht in euren Augen. Also da geht es auch mehr darum, nicht das Modul hier zu rotieren. Das merke ich jetzt gerade, das wäre schon wieder aus Inkonsistenzgründen blöd. Aus Konsistenzgründen fände ich das blöd, weil wäre schon schön, wenn die gleich aussehen. Aber dass man mal guckt, ob man nicht variiert, dass die Construction Ports dann immer alle paar Module mal zu der Seite, mal zu der Seite gehen. Und man tatsächlich vielleicht sogar noch jetzt, wo ich sehe, sagt, hey, lass mal. Lass mal vielleicht sogar die Richtung hier gehen. Was willst du da denn da überhaupt dran bauen? Was will ich daran bauen? Ja, potenziell weitere Segmente. Also ich würde, glaube ich, das Hauptsegment der Station dann in dem Modus hier relativ weit lassen. Also viel weiter würde ich hier gar nicht gehen wollen. Dass man jetzt hier nicht sagt, oh, ewig lang, sondern dass man sagen kann, hier ist dann erstmal Schluss oder man baut noch ein weiteres Segment dran. Das kann man sich ja dann dadurch, dass man hier einfach den nächsten Docking Port, also den Construction Port anbaut. Kann man sich das ja tatsächlich offen halten. Ganz gut. Und hier könnte man jetzt entscheiden und sagen, so ja, also das Schöne ist ja, hier bauen wir das ja jetzt nur vor. Was jetzt verschifft werden würde, wären quasi zwei Module, wenn ich das jetzt hier mal wieder zerlege. Übrig bleiben würde nachher letztlich dieses Modul hier. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Trichter. Also optisch finde ich die Trichter halt schon schön. Genau. Also es gibt noch einiges zu bauen. Wir brauchen auch noch einen Station Core wahrscheinlich, mit dem wir irgendwie anfangen können. Aber wenn das nachher zusammengedengelt ist, soll es halt schon so aussehen. Dass. Ey, warte mal. So. So. Dass die nachher dann so zusammengeschmolzen werden, die Module. Das finde ich von der Optik her eigentlich gar nicht schlecht. Was denkt ihr? Also mir gefällt es, muss ich sagen, optisch eigentlich ganz gut. Kann man schon so machen. Aber da können wir nächsten Sonntag ja noch ein bisschen detaillierter dran rum tüdeln. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also gut, die Zeit läuft sowieso nicht weiter, während wir hier basteln. Aber da würde ich sagen, können wir nächstes Mal eine etwas intensivere Brain- und Bastel-Session machen und mal so das Grobkonzept der Station aufbauen. Ich würde die nämlich hier gerne im Hangar einmal vorbereiten. Und dann würde ich das im Prinzip in seine Einzelbauteile zerlegen wollen, bevor das nächste Duna-Fenster sich öffnet. Also, dass wir halt sagen, das wird ein Einzelbauteil, was eine eigene Rakete bekommt. Das bekommt eine eigene Rakete, vielleicht noch ein bisschen größer gebaut, muss man mal gucken. Oder das hier ein bisschen kleiner, je nachdem. Dass wir dann so nachher 5, 6 Raketen haben und noch ein kleines Transportgerät. Was an dem Modul ist schon ein Trichter? Und das stimmt. Dann an dem Modul ist tatsächlich schon ein Trichter dran. Da hast du recht. Genau. Das ist dann too much. Und ja, müssen wir dann einfach mal gucken,
wie wir damit umgehen. Wie gesagt, wir werden dann so einen kleinen Hauler, würde ich mir bauen, der quasi die Einzelteile, solange sie noch auseinander sind, an den Construction Ports andockt und sie aufeinander schiebt, eins nach dem anderen, dass man die zusammenbauen kann. Und dann halt auch diese seitlichen Segmente, die wir hier noch vorbereiten würden, dann auch entsprechend in Einzelteilen sind. So, das wäre der Plan fürs nächste Mal. Ich denke, für heute ist aber jetzt genug. Wir haben es 23:15. Ich würde sagen, wir lassen es für heute gut sein. Ich drücke hier mal auf den Speichern-Knopf, damit von unserer grandiosen Station nichts verloren geht. Genau, und wir haben ja auch ein paar Vorgaben fürs nächste Mal, was wir alles anbauen müssen. Ich habe ja einen Vertrag angenommen für die Lunar Space Station. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Da werden wir uns, denke ich mal, die erste Stunde auf jeden Fall Zeit nehmen, intensiv daran weiterzubasteln. Und dann kommt das Ding hoffentlich im nächsten Startfenster erfolgreich nach Duna und wird mit den ersten Kerbals besiedelt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.